Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Wir haben mal wieder was zum Verkosten. Und zwar war ich wieder bei Kaufland einkaufen und habe hier so Chips gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, also die sind wohl von der Firma, also ist von Kaufland, exquisit wohl direkt, also direkt von Kaufland. Ich habe sie selber gekauft, also keine Angst haben. Genau, und ich dachte, die nehme ich einfach mal mit und probiere sie, weil es doch recht ansprechend aussah. So, dann haben wir hier nämlich die Sorten einmal Süßkartoffelchips, Honig und Senf und Orange. Sieht denn so aus. Dann haben wir einmal Kesselchips mit aus geschroteten kanadischen Senf. Oder mit, keine Ahnung, Senf, also geschroteten. Dann haben wir nochmal Kesselchips mit Meersalz und Vulkanpfeffer. Genau. Und blaue Chips. Meersalz und Regenbogenpfeffer. Genau. Und ich dachte, die nehmen wir mal mit oder nehme ich mal mit und dann probieren wir mal. Mal sehen. Gut. Das sind auch verschiedene Kartoffelsorten aus verschiedenen Ländern. Also das ist jetzt aus Frankreich. Die Kartoffelsorte Vitellotte. Die zwei sind aus Deutschland mit der Kartoffelsorte Rumba. Und die ist aus Portugal mit der Kartoffelsorte Bellevue. Da. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den relativ humanen an, oder? Mit den beiden erstmal. So, wir machen jetzt Meersalz und Vulkanpfeffer. Lorenz Gesicht sagt alles. Och nö, es geht. Riecht also, halt nie wie typische Chips. Nee, riecht pfeffrig. So, also so sehen sie aus, also jetzt nicht zwingend unterschiedlich, also anders als sonst. Na, du hast halt roten Pfeffer mit drauf. Vulkanpfeffer. Was man sonst halt nicht hat. Das sieht man die Pfefferstücke nicht. Auf jeden Fall gut knusprig. Knuspriger als normale Chips. Und man merkt den Pfeffer. Also ich merke jetzt nicht zwingend Salz, aber man merkt das Pfeffrige. Ja. Aber nicht schlecht. Nö, sind sehr lecker. Ja. Doch ein bisschen das Meersalz merkt man, aber nur ganz dezent. Mhm. Aber der Pfeffer schmeckt sehr vor. Mhm. Aber ist jetzt nicht schlecht. Nö, überhaupt nicht. Gut, dann machen wir mal mit dem kanadischen Senf. Ich bin mal gespannt, ich bin eigentlich überhaupt nie der Senfesser. Also die sehen schon mal gelber aus, logisch. Die riechen auch leicht süß, oder? Na, Senf halt. Senf ist nicht zwingend süß. Genau, das ist die Sorte. Oh! Also man schmeckt den sehr raus. Den Senf. Ja. Oh. Also ist sehr senflastig. Mhm. Also nicht so, dass es übertrieben ist. Mhm. Aber man merkt, dass man so die leichte Schärfe von dem Senf. Na, oh, der Geschmack. Ja, also dieser typische Senfgeschmack, das merkt man hier. Mhm. Wie nicht gesagt, so deins, ne? Ich bin nicht so der Senfesser. Also kann man machen. Ja. Aber die sind besser. Mhm. So, jetzt kommt. Also ich persönlich würde hier vielleicht 2-3 essen, dann reicht das für mich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Süßkartoffelchips. Weil wir haben mal Süßkartoffelpommes gegessen. Und ich muss ehrlich sagen, war nie unser Fall. Überhaupt nie. Und jetzt bin ich echt mal gespannt. Und dann noch Honig und Senf und Orange. Orange geht. So. Ja, die sehen natürlich auch schon anders aus. Hm. Na, das Rote, was man so bei den Süßkartoffeln kennt. Also die riechen auf jeden Fall nicht nach Senf. Ich denke auch, die sind wirklich ein bisschen süßer gehalten. Durch den Honig schon und durch die Orange. Na, schau. Also es riecht auch süßer.
Mango ist wie so. Hm. Also alleine Süßkartoffeln schmecken ja schon anders. Kann jetzt aber gerade nicht sagen, was jetzt wirklich rausschmeckt. Die Süßkartoffel. Also ich finde auch von dem Rest, also weder Honig noch Senf, geschweige, also die Orange, das Fruchtige ganz zum Schluss so ein bisschen. Ja, und die Schärfe ein bisschen von Senf. Also aber ist ja, die Schärfe merke ich gar nicht. Also. Ja, wenn man einen anderen Geschmack haben will von Chips. Also aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen müsste, um Gottes Willen. Nee, das nie. No. Aber man schmeckt halt einen Unterschied zwischen den anderen genau. Chips. Also ich finde die jetzt gar nicht so übel. Aber es ist halt auch nicht, wo ich sagen müsste, ich müsste mich jetzt abends mit auf die Couch setzen und dort eine ganze Packung aufessen. Das definitiv nicht. Aber die sind besser als die hier, finde ich. Also als die ja. Mit Senf. So, dann machen wir jetzt mal die blauen auf. Ja. Schauen wir mal. Regenbogenpfeffer. Also ich denke, die werden geschmacklich sein, so wie sie. Weiß nicht, ist ja eine andere Kartoffelsorte. Na, logisch. Aus. Das sind es ist mehr eher lila als blau. Ja, es gibt ja diese blauen Kartoffeln oder diese lila Kartoffeln, wie auch immer, die gibt es ja. Da kann man ja auch wundervoll für Kindergeburtstag Kartoffelbrei draus machen, weil das dann wirklich so diesen lila Ton hat. Kann schon sein, dass das die sind. Das wird schon so sein. Also die riechen schon mal nach Pfeffer. Finde ich auch hot. Muss ich. Finde ich schmecken wie die. Vielleicht nicht ganz so intensiv. Dass der Pfeffer hier ein bisschen mehr vorschmeckt. Also vergleichbar mit denen, finde ich. Natürlich ist dann hier die Farbe das Highlight bei den blauen. Und die sind nicht ganz so pfeffrig. Also das ist in Ordnung. Na? Ja. Gut, da haben wir schon wieder 4 Tüten offen. Dann gucken wir, ob die jetzt zum Stehen kriegen, aber das wird wohl eher nicht funktionieren. Nee. Also, dein Fazit? Die schmecken am besten. Das hier ist das Schlechteste, weil ich einfach nie so der Senfesser bin. Also das ist jetzt hier dieser kanadische Senf. Genau. Na? Die hier sind auch ganz lecker. Also ich würde sagen, Und genauso sehe ich das auch. Also wirklich, das sind so die beiden Besten. Schade, dass man keine drei Hände hat. Das sind so die beiden Besten, dann die Süßkartoffeln und zum Schluss das mit dem Senf. Aber es ist letztendlich ja trotzdem alles Geschmackssache. Ja. Wer Süßkartoffelchips mag oder hat sogar hier Süßkartoffelpommes oder sowas, ich denke, der ist mit denen ganz gut bedient. Also die sind nie übel, aber die haben halt bei Chips, ich stelle mir da einfach was anderes vor. Dieses leicht süße, das passt für mich persönlich einfach nicht. Ja, Senf genau dasselbe, also weil der wirklich sehr hervorschmeckt. Aber es ist einfach mal was anderes. Also ich denke mal auf einer Geburtstagsparty oder sowas, die man mit anbieten und da kann man das wirklich machen. Für abends, für die Couch würde ich wirklich eher die beiden empfehlen, zu sagen, bei denen jetzt eher weniger, zumindest bei uns. Aber, also schlecht hat jetzt keins geschmeckt. Nee. Definitiv nicht. Da hätte ich habe eher gedacht, okay, da ist irgendwas dabei, was jetzt überhaupt nicht so unser Fall ist. Ja, aber okay. Und für 99 Cent, ich denke, auch in Ordnung. Ja. Das scheint wirklich, wie gesagt, eine Extra-Marke von Kaufland zu sein. Also Kaufland Exquisite. Mal sehen, ob da noch mehr kommt. Wie gesagt, das ist auch kein Product Placement oder irgendwas. Also ich kaufe die Sachen wirklich selber. Ich gehe halt zu Kaufland einkaufen. Man kann natürlich überall anders einkaufen gehen. Rewe, Edeka, was weiß ich. Das Werbung hier oben muss ich halt nur einblenden, weil ich halt ein Produkt zeige. Genau. Was mir auffällt bei den Chips ist, bei den normalen, günstigen, da hast du so einen Stoff dabei, der dich verleitet, immer wieder reinzugreifen und immer wieder neue Chips zu essen. Das ist hier gar nicht. Nee. Also man kann ein, zwei Chips essen, man hat aber nie das Verlangen, wieder in die Tüte zu greifen und nochmal eine Handvoll Chips zu essen. Ist halt exquisit. Ist was für nicht jeden Tag. So.
Genau. Na gut, das war's mit unserem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen da lassen. Ihr dürft gerne das Video teilen, logischerweise. Ihr dürft gerne abonnieren. Erstmal an dieser Stelle auch danke für 1300 Abonnenten. Mega cool, dass es noch dieses Jahr geklappt hat. Für uns nur ein kleiner, also für uns ist es ein großer Meilenstein. Für YouTube Deutschland natürlich. Wir sind ein ganz kleines Licht, gar keine Frage. Aber wir machen es ja nur, weil wir Spaß dran haben. Und ja, das war's. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.